Die Kommunen haben bekanntlich schon seit ungefähr 20 Jahren eine Finanzkrise. Die öffentliche, die kommunale Infrastruktur wurde ja im Wesentlichen nach dem Zweiten Weltkrieg 50er Jahre aufgebaut. Und seitdem wird sie auch mit der Begründung, dass die Kommunen ja leere Kassen haben, nicht mehr ordentlich in Schuss gehalten. Es werden nicht mal die notwendigen Reparaturen durchgeführt. Das Deutsche Institut für Urbanistik, Regierungsnah, schätzt, dass es in die Kommunen in Deutschland ungefähr mindestens einen Investitionsstau von 700 Milliarden Euro gibt, der sich angestaut hat oder angestaut wurde und übrigens dann auch ein Grund sein soll, dass die Kommunen sich privater Investoren bedienen. Da geht es um Schulen, Schulgebäude, öffentliche Gebäude, Kanalisationen und so weiter. Selbst im Kölner Stadtanzeiger ist vor einigen Monaten die Realität punktuell angekommen, als er darüber berichtet hat, dass in Kölner Grundschulen und Gymnasien die Schüler in die Küche pinkeln, weil die Toiletten kaputt sind. Die Finanzkrise der Kommunen wurde weiter schon seit längerem verursacht, dadurch, dass die Bundesregierung ihnen weitere Aufgaben zugeschoben hat, für die aber die Mittel nicht oder nicht in ausreichender Weise gegeben werden. Das betrifft etwa die Jobcenter, die neu eingerichtet werden mussten mit den Arztgesetzen, und die Kindertagesstätten, die der Bund beschlossen hat. Die Kommunen sollen es einrichten, ohne dass sie dafür vom Bund das Geld bekommen. Diese verminderte Mittelzuweisung ist auch schleichend schon seit 20 Jahren im Gange, seit die Regierung Kohl und dann nachfolgend insbesondere unsere Freunde von SPD und Grünen die Gewinnsteuern, die Vermögenssteuern, die Erbschaftssteuern und all diese Steuern für Vermögende, Reiche und so weiter wesentlich reduziert haben und die Einkommen des Bundes ganz scharf in die Talfahrt geschickt haben. Vor ein paar Tagen hat eine Expertengruppe der Linken im Bundestag ausgerechnet, dass seit den Schröder-Gesetzen in dieser Hinsicht etwa 230 Milliarden Euro in der Bundeskasse fehlen, im Vergleich zu dem, was man ohne diese Gesetze einnehmen hätte können. Verstärkt, wie der Günther schon gesagt hat, wird diese Entwicklung auch zusätzlich durch die Bankenrettungen, zuerst in Deutschland und jetzt europaweit, wo ja die Bundesregierung eine leider führende Rolle ausübt. Diese Rettung der Banken bezieht sich aber unmittelbar auch auf die Einkommen, gesunkenen Einkommen der Kommunen Nordrhein-Westfalen etwa, ne, wurde ja die Landesbank, die Westdeutsche Landesbank mit Milliardenbeträgen gerettet, in Anführungszeichen. Die Rettung besteht darin, dass sie heute nicht mehr da ist. Aber die Forderungen ihrer Gläubiger erfüllt worden sind. Ja, das Deutsche Institut für Urbanistik spricht deshalb schon heute davon, wir leben oder die Bürger in Deutschland leben in einem kommunalen Armenhaus. Ja, ich mache jetzt noch mal einen kleinen Ausflug. Wie hoch sind eigentlich die Schulden so im Vergleich? Weil ja immer wieder auf den Kommunen herumgehackt wird, dass sie so hoch verschuldet sind, was ja in der Tat auch stimmt. Aber in den Relationen sieht es so aus, die Bundesrepublik Deutschland als Gesamtstaat hat 2,2 Billionen Euro Schulden. Davon hat der Bund 60%, die Bundesländer etwa 30% und die Kommunen lediglich 6%. Ja, die Kommunen haben relativ wenig Schulden im Vergleich zu der Gesamtverschuldung, obwohl sie ja für die Infrastruktur in der Nähe der Bürger, für die unmittelbare Daseinsvorsorge der Bürger am meisten aufzubringen hätten. Ja, die Sprache, mal eine kurze Bemerkung zur Sprache. Es wird ja immer davon gesagt, die Kommunen müssen sparen. Das tun sie auch schon seit 20 Jahren. Ich erinnere daran, in Köln 1996, da regierte in Köln auch ein Oberbürgermeister namens Norbert Burger. Ne, und der rief schon zusammen mit anderen Oberbürgermeistern von Frankfurt, München und Stuttgart den Aufstand der Städte aus. Ja. Die Städte sollten aufstehen gegen die Bundesregierung, um mehr
Geld einzufordern. 96 war das. Natürlich wurde aus dem Aufstand der Städte von SPD, CDU und FDP, Oberbürgermeistern damals ausgerufen, natürlich kein Aufstand, das ist klar. Denn, da komme ich nachher noch drauf, denn es gibt ja gerade diese, die Demagogie befördernde Verfilzung derer, die in den Städten regieren, mit denen, die in Berlin im Bund regieren. Und das sind ja dann die gleichen Genossen, die im Bund die Kürzungen beschließen und die Oberbürgermeister der gleichen Parteien in den Städten dann doch, trotz aller Aufstände, dann doch mitvollziehen. Noch eine Bemerkung zu dem, was heute in der offiziellen Lügensprache heißt, Haushalte konsolidieren. Ne, ihr kennt diese Programmstichworte. Wir müssen unsere Haushalte konsolidieren. Der Bürger denkt dann vielleicht auch, ja, prima, konsolidieren, dann haben wir keine Schulden mehr. Das ist aber mit Haushalt konsolidieren überhaupt nicht gemeint. Damit ist nur gemeint, und so ist ja auch der Inhalt, die Inhaltsbestimmung der Schuldenbremse, Haushalte konsolidieren bedeutet, keine neuen Schulden machen. Die alten Schulden, die können weiter bestehen und dann haben wir trotzdem konsolidierte Haushalte. Obwohl wir für diese riesigen alten Schulden natürlich ständig einen hohen Beitrag in den Haushalten haben, um dafür Zinsen zu zahlen. Aber ja, das kümmert diese Haushaltskonsolidierer nicht, obwohl nach gegenwärtiger eingeschlagener Logik diese dann konsolidierten, in Anführungszeichen Haushalte, ja so überschuldet sind, dass sie in der Lebenszeit der Bundesrepublik Deutschland nie mehr zurückgezahlt werden können. Keiner kann von diesen Konsolidierern sagen, oder sagt das auch überhaupt nicht, dass auch diese Altschulden mal eigentlich gezielt werden müssten. Ja, die Finanzkrise in der Kommune, auch in Köln, ist auch eine politische Krise. Das wird wenig thematisiert, denn es gibt eben für diese Politik der Kürzungen und des Mitvollziehens der vom Bund beschlossenen Kürzungen eben auch politische Parteien in den Städten, Stadtoberer, die sozusagen die Mehrheitskoalition bilden, wie in Köln, die ja Komplizen der Investoren sind und nach deren Interessen auch heute noch leider handeln. Um nur ein paar Beispiele, sozusagen exponierte Beispiele, die auch bekannt sind, nochmal zu rekapitulieren, nenne ich jetzt nur also diese Finanzspekulationen, wo die Kölner Mehrheitsparteien ohne Unterschiede der sozusagen politischen Farbenlehre mitgemacht haben. Das war dieses Cross-Border-Leasing in Köln seit 1996, zuerst mit der Straßenbahn, dann mit der Kanalisation und so weiter, mit der Messe. Dann waren es diese für die Stadt so ungünstigen Großprojekte wie die Köln-Arena und das Technische Rathaus in Deutz. Da wird noch bis 2028 eine völlig überhöhte Miete an die Investoren Esch-Oppenheim gezahlt, obwohl die sozusagen pleite sind. Aber das Geld aus dem Technischen Rathaus, das kriegen sie trotzdem noch. Dann diese Public-Private-Partnership-Projekte mit dem Konzern Proaktiv bezüglich 7 Schulen in Köln und auch nicht unerwähnt bleiben darf beispielsweise die eine Besatzungsmacht in Nordrhein-Westfalen, nämlich RWE, die ja an den Kölner Stadtwerken, an den Elektrizitätswerken Rheinenergie beteiligt ist und sozusagen als Verkäufer von Strom mit Eigentümer der Kölner Rheinenergie ist. Das heißt also, wie hoch der Strompreis ist, dafür sorgt auch RWE als Miteigentümer. Völlig perverse Angelegenheit. Also auch deswegen, weil ja in allen Kommunen, praktisch in allen größeren Kommunen jedenfalls, die großen 4 Energiekonzerne als Miteigentümer sich eingekauft haben in den 90er Jahren, 2000er Jahren. Deswegen steigen ja unter anderem auch die Strompreise so stark, weil sie ja als Verkäufer in den Städten
die Käufer sind, die Preise mitbestimmen. Ich komme zum Schluss, worin würde eine Lösung bestehen. Ich kann es ja nur sehr allgemein versuchen und schnell machen. Also die Lösungen, die diese politischen Komplizen der Investoren und Kürzungsakteure im Bund machen, die bestehen bisher darin, einmal die sogenannten Kassenkredite auszuweiten. Also Kassenkredite sind eigentlich eine kurzfristige Überbrückungsmaßnahme, wo also ohne dass der Stadtrat eine neue Verschuldung der Stadt beschließt, der Kämmerer sagen kann, ja gut, mir fehlen jetzt bis nächste Woche 10 Millionen, nehme ich sozusagen einen sogenannten Überbrückungskredit, einen sogenannten Kassenkredit auf. Das kann durchaus sinnvoll sein, aber inzwischen sind also Kassenkredite zu einer Dauer- und Normallösung geworden. Könnt ihr euch im Internet oder sonst wo Statistiken angucken, wie auch in Nordrhein-Westfalen, wie auch in Köln, diese Kassenkredite zu einer expandierenden Dauerlösung geworden sind. Es gibt in mehreren Bundesländern, auch in Nordrhein-Westfalen, auch in dem von einer SPD-Grünen-Koalition regierten Nordrhein-Westfalen, auch eine sogenannte Lösung der Kommunalverschuldung, nämlich sogenannte Rettungspakete für die Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Das klingt gut, die Kommunen sollen gestärkt werden, wie immer, sagt der Bürger. Aber diese Zuschüsse, die dann einzelne Kommunen beantragen können, die besonders tief verschuldet sind, die werden aber nur vergeben mit Auflagen zu weiteren Kürzungen. Stärkungspaket, so wird das dann verkauft. Ja, das rote Tabu steht darin, dass in diesen ganzen Lösungsvorschlägen mit Sparen, Kürzen und so weiter, Schuldenbremse, ein Stichwort fehlt, nämlich neue Einnahmen. Die Misere, die Finanzkrise kann, sowohl was den ganzen Staat angeht, aber auch die Kommunen, nur im Wesentlichen nur dadurch gelöst werden, dass es neue Einnahmen geben muss. Viel Reklame wird dafür leider nicht gemacht. Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund in Köln, Leverkusen, hat einen Appell losgelassen, einen Appell an die Stadtverordneten von Köln, den man auch im Internet unterzeichnen kann. Da hat sich der DGB an dieses Attac-Konzept umteilen angeschlossen, dass die Stadtoberen eben aufgefordert werden, mit dieser Buckelei gegenüber der Bundesregierung aufzuhören und eine solche Reichensteuer in verschiedener Form einzufordern. Übrigens wäre damit Köln oder ist damit ganz hinten. Andere große Städte wie München, Leipzig und so weiter, da haben die Stadträte mit Mehrheit sowas schon beschlossen. München übrigens ganz einstimmig und in Köln wird das noch nicht mal diskutiert. Was man auch überlegen muss, dazu gibt es auch schon viele Vorschläge, mit einem viel geringeren Betrag als die verschiedenen Banken Rettungsfonds muss der Staat gleichzeitig oder vor oder nach neuen Steuern Rettungsfonds für die Kommunen auflegen. Das hat er ja in den Jahren 2009, 2010 schon mal kurzzeitig mit ein paar Milliarden gemacht, das hat aber nicht ausgereicht. Aber das Geld, die Möglichkeit für solche Fonds wäre da. Ja, meine Zeit ist abgelaufen. Ich würde gerne noch nach der Diskussion etwas sagen zu diesem unsäglichen Aufruf. Vielleicht habt ihr den gesehen. Im Stadtanzeiger sehr gefeatured. Mut zum Verzicht. Ja, wo sogenannte einflussreiche Bürger der Stadt Köln dazu aufrufen, das jüdische Museum nicht zu bauen und dafür, dass man doch ein bisschen Geld für Soziales übrig hätte. Diese Alternative ist natürlich so idiotisch, wie man es nur irgendwie sagen kann. Aber okay, soweit die Andeutung. Danke.